So. Ja, um es klingt besser. Oder auch nicht. Hey. Der zweite Stunner, so. Aber nur ein kleines bisschen. Einmal dich reden, aber bis das der Fall ist. Hoffen wir einfach mal, dass man ein Schiff von den Firmen gehalten bekommt. Mein Engine ist auf Super Pro. Eigentlich ist also Super Pro, bis auf die Filter. Naja, ein Schild runter, immerhin. Nein, man muss auch bleiben auf dem Schiff. Ja, die Lecks sind zu verzeihen. Hätte übrigens auch erwartet, dass es höchstens ein Stundenrun wird und wenn wir überall 1,5 Stunden mehr. Brennt. Da oben drin. Was wo oben drin? Da. Alles noch gesehen. Ich habe gesehen, wo es eingeschlagen ist und ich höre das Geräusch des Brandes. Ist schlecht. Klang für mich gleichzeitig wie ein Hullbreach. Ja gut, dann geht das ja fast schon wieder. Das ist voll selbst stecken sonst. Den Raum brauchen wir momentan ja eh nicht. Es klang, wie gesagt, ne? Jetzt sterben wir auch einfach endlich. Den Todswunsch ist nie gut. Aber ein Hybrid-Jazz. Ja, doch. Ja, nö. Beide sind mit dem nächsten dran. Ah. Upp. Kein Outreach. Ja, aber ging doch eigentlich ganz gut bisher. Die meiste Zeit. Wie viel brauchen wir jetzt nochmal für nächsten Waffenslot? Ach, stimmt, das war ja auch noch da. Die beiden anwählen und dann draufklicke. Okay. Versuch was irgendwie. Ja. Ist ja egal, können die Leute laufen lassen, wie sie wollen. Okay, Steve. Das.
Einmal ein halbiertes Personal hier. Dadurch haben wir quasi keine Schilde mehr. Weil wir uns die nicht leisten können. Und der hat Mind Control. Mind Control? Oh. Dürfen wir erst sterben? Yeah. Nein, wir kämpfen weiter. Was macht Mind Control eigentlich? Steigen wir auf das Schiff oder greifen die an? Greifen an. Geht das ja eigentlich fast noch. Also, fast. Naja, das Wesen ist schon mal angeschlagen. Scheinbar ein sehr unangenehmes System zu sein. Weil ich kenne es ja nicht. War damals noch nicht drin. Sagen wir so. Kann sich durchaus besseres vorstellen. Kann gute Sachen kriegen oder wenig Sachen kriegen. Habe ich keinen Bock mehr zu kämpfen. Mhm. Shit. Ja. Das nicht. Eben. Ja, die Türen sind offen. Aus irgendwelchen Gründen. Welche Türen? Ach, die beiden. Die von Med Bay? Mein Gott. Ja. Offen Schutztür schützen kann. Hey. Laser. Der kommt nicht durch meine Schilde durch. Gar nicht. Eben. Weiß ich, nehmen wir uns die Zeit. Ich denke, wir nehmen uns die Zeit, oder? Ich. Die ersticken zu lassen. So Late Game, da wird es bestimmt was Schönes finden lassen. Wie? Schilder durch? Ach, die Hm. Also 4 Crewmember, das ist. Ja, wir haben Stunner. Ja, aber der schießt nicht allzu schnell, musst du. Dann fang ich. Direkt auf Ult. Beiden erstmal. Jo. Okay, die Superschilde kriegen also Schaden von dem kleinen Laserding. Was nicht? Voll super. Ich stand eigentlich bei jeder von Schildbubble.
unabhängig von Stärke. Also gerade der Superschild sollte eigentlich dagegen immun sein, wenn es halt die normalen Schilde schon sind. So, mal reine Logik folgend. Die Namen lesen kann von den Leuten. Vorher nachgefragt, wenn wir töten. Nee, das sind unsere Sensoren. Die sensorisieren die Neuronalnetzwerke. Ja. Und so. Robust. Huch, was ist das denn jetzt her? Ground Control. Ah. Hier, da rein. Hey, Hilmrauch und alles Mögliche. Geil! Warum sind die alle gestunt, ne? Ich warte jetzt einfach da drin. Läuft irgendwie nicht so geil, ne? Ja, kann sich immer noch wenden. Wie es so häufig in solchen Spielen ist. Außerdem wirklich Schaden kann, macht er uns immer noch nicht. Schaden kann, macht, wow. Es ist früh. Er macht uns so lange Schaden, wie er noch Drohnen hat, die er in uns reinballert. An den Waffen, ne? Und dann kommt die nächste Boarding Drone. Glaube ich, im Flug abgeschaltet habe. Glück. Praktisch. Gut, Lachs können, glaube ich, auch nicht gut reparieren. TD. Ich nehme das Angebot aus. Wir werden die nicht, so. Wie du meinst. Ja, wir werden die jetzt nicht erstickt kriegen. Aber es ist der letzte Ort, also. Wir müssen mit diesem Müllschiff einfach bis zum. Drohne für nichts. Naja, aber. Das will ich nicht. Nö, ne. Ich find's ja schon wieder Sachen kommentierst, die ich schon längst abgeschlossen habe. Ja, sorry, ne? Schlechtes Internet, Delay, der mich ablenkt. Twakes. Dass Dario einfach mal die Fresse zuhört. Ich schau einfach mal kurz, wie sich die Nachladezeit ändert.
Jo. Ganzes Stück, ey. Weil ich natürlich meinen ganzen Kram viel besser drauf habe als der Computer. Das ist mal blöd. Ein weiter Weg bis da unten hin. Wir werden sterben. Vier Schilde. War keine Und allzu alles krassen Mögliche. Waffen. Glück. Wir haben jetzt alle vier hier Dings, ne? Wie was? Ja, hier Dings. Also, ja, als wir Waffen. It's first of the. Okay. Warum hat das Ding eigentlich Türen? Verstehe ich nicht. Es gibt ganz zufällig eine neue Rasse, die ohne Sauerstoff auskommt. Ah, okay. Was denn das, was es Türen hat? Naja. Gut, so ist es mir sagen, das war sie hier nicht. Hab mich nicht durch 2, 3 Seiten Changelog durchgehauen. Bald meinen zweiten Iron Blast hat. Geht alles so einfach. Vor allem bei 6 Schüsse exakt auf einmal zu steuern, ne? Wow, das war einiges. Wie viel XP hast du abgeschwächt jetzt eigentlich? Muss doch wohl mal gut sein. Immer noch unter dem ersten Level. 75%, wow. Naja. Das wird zur Basis, ne? Erstmal shoppen gehen. Das ist ein Umweg. Wir haben 100 Leben, ne? Wie kommst du da? Naja. Rettet uns das ja. Erstmal. Gut. Cloaking ist eigentlich gar nicht mal schlecht, ne? Was denn? Bald wir schießen, so lange wie wir schießen. Haben. Eben. Ding ich braucht glaube, einen Power. Clocking wird auch bemannt. Wir können den Soltan da reinstellen, theoretisch. Der Soltan hat mittlerweile. Andererseits. Ne, der ist Pro. Ne, lassen wir den da. Den. Bilder. Es wird gar nicht bemannt, oder wie? Als aus ist. Erstmal. Einfach nicht bemannt, okay. Brauchst nicht, ja, okay, dann eben. Dann so. Ich würde wirklich die Medbay ausmachen.
Och ja, ey. Vor allem immer dieses tiefste, seufzende Einatmen, das ist auf die Nerven geht bei dir. Tut mir leid, aber das ist irgendwie so Angewohnheit. Doch, tut es. Mich nervt's auch, wenn ich das selber höre. Also so groß Lust habe ich jetzt nicht. Auch nicht wirklich, aber wir können vielleicht mal was ausschlagen. Ich meine, wir sind jetzt relativ gut ausgerüstet, denke ich. Clone Bay, das heißt, egal wie viele wir umbringen, die kommen immer wieder. Aber die Waffen sind nie. Erstmal mit allem, was wir haben hier drauf. Na, warte erstmal kurz, ob die wirklich wollen. Sobald du dich da reinbewegen, kannst du immer noch glauben. Wow. Du auch gerade gesehen, oder? Damage. Nicht, weiß ich nicht, kann sein. Hab ich's gesehen? Was habe ich gesehen? Ich hab gerade 6 Schüsse auf einmal verhauen. Das habe ich tatsächlich nicht gesehen, nein. Das sind meine beiden freien Einheiten. Marvan und Alex, ja, kriegen wir schon hin. Wow, machen die Sauerstoffbasis schnell kaputt. Boah, das war knapp. Ich überlege gerade, ob man irgendwie noch was verbessern könnte. Brennt der Teleporter? Ja, Teleporter brennt. Wow, okay. Was? Also, wir können ein bisschen rein. Wir sollten vielleicht noch mal jemanden damit in den Raum reinpacken. Können wir nicht. Können wir Leute rausnehmen. Ja, das geht auch gut. Ich brauche schon Sauerstoff. So kurzzeitig geht das auch ohne. Axel, dann geht da rein. Auch gut. Boah, die Waffe ja nicht. Map ist übrigens aus, ne? Weiß. Wir haben auch noch ein paar übrig. Von wo? Vom O2. Aha. Weil ich überlege gerade, können man die Engines nicht eigentlich dauerhaft heilen lassen und dann das O2 ausschalten? Mit ihrem komischen Blown Dispersal. Die sich. Schade. Okay. Wunderbar.
Alter. Ehrlich? Evasion? Evasion? Immer gut. Ja, aber man hat es eigentlich nicht schon früher hochgepowert. Weil ich das nicht für wichtig erachte. Ah. Was bringen die Engines denn noch? Die bringen auch noch mal Evasion, glaube ich, oder? Naja, aber die kosten dich jetzt... 30. Ja, dann gib mir Dodge 20. Was ich mache, kriege ich 50 und Dodge 80. Das sind 50% und das ist 20. Einmal Prozent und einmal fester Wert. Egal. Ah. So. Jo, gut. Ach ja, und? So. Sind die noch geordnet, ja. Wir fahren die Base reinstellen. Ja. Möglicherweise. Flaggschiff. Wir können auch schon vorher da das Flaggschiff anfliegen. Ja, müssen wir auch. Wir können auch warten. Nee, die dürfen ja nicht die Basis erreichen. Nee, jetzt stört's ja erst, wenn es drei Runden da ist. Außerdem ist das doch scheißegal. Wir können gerade eh nichts tun. Super. Dann deine sinnlosen Argumentationen, ja. Letzte Gefecht. Aha, die wurden verändert. Hacking. Wollen sie? Ah. Böse. Und Glück. Ja gut, das können wir aber auch. Ne. Jetzt gleich mit warten können. Die müssen ja erst noch füllen. Ja, ich weiß nicht gerade. Im Moment eigentlich ganz ehrlich egal, das war man cloaked. Auch wieder wahr. Doch nicht. Doch war wahr. Alter, nee. Eigentlich muss man zuerst die Schilde durch, andererseits muss man zuerst die Waffen durch. Das sind Ionenkanonen, das sind normale Ballerteile, das sind Raketen. Ja, da muss ja erst die Raketen, ne? Ionen werden noch aufgehalten vom Superschild. Was kann ich? Kommen die Raketen da durch? Nee, ne? Ach, egal. Mach einfach, wie du meinst. Ja, das waren drei Raketen. Warum kann man nicht auf den Reaktor zielen? Das wäre so praktisch. Hacking. Die Engines. Nein, nur. Ich mache keine Wege mehr. Ah, Scheißdreck.
Schön. Ja, du brauchst mindestens Schild 4, um hier wirklich kämpfen zu können, eigentlich. Naja. Aber hey, wir können springen. Ja, und? Was absolut nichts bringt. Du mit deinem dämlichen, wir können springen, das hast du jedes Mal. Das war nicht als Vorschlag gemeint, sondern einfach nur als Feststellung. Man kann vom letzten Kampf aus springen. Das ist Hallo. Oh. Seltsam. Hat man selten sowas. Ja, für den Kampf braucht man eigentlich Boarding, Raketen und was nicht alles. Überhaupt braucht man Raketen eigentlich für den Kampf. Stimmt, Kinder, das ist das einzige Wahre gegen die ganzen Schilder. Ja, komm, brauch ich nur die Angel, ha? Huh? Naja, wenn sie meinen. Im Moment ist das Teil aus. Ich werde noch einmal drauf bannern. Hält drin, nämlich töten. Ein toter Kerl kann ich reparieren. Eben. Tot. Und der hat erst nichts beachtenden Höhlenschaden gemacht. Schildfähigkeit ist fast auf Level 1. Yay! Bei ihr beiden. Mal wieder zu euren Plätzen. Der Fahrer, der muss da bleiben. Achso, ja. Pause. Also, der kaputt ist und kaputt bleibt. Das hier. Ach, schade. Nein, nicht die Türen. Die Türen sind wichtig. Da müsste ich schießen. War besser. Ja. Der da drin ist fast tot. Noch haben wir schon Schaden genommen hat. Wahrscheinlich vergessen Schissen nicht da hinten einprasseln. Du mal rein als Vermutung. Dead. Gut. So. Hier weiß ich nicht, stell irgendeine Falle eigentlich ja nicht. Glaub mir, es ist besser für die nächsten Kämpfe. Weil ich weiß, bleiben die dann nämlich um. Oder so hab ich Kopf. Kann auch kompletter Nonsens sein, den ich gerade laber, aber. Weil ich nicht mehr Status haben muss. 4 Stück an der Zahl. Weil ich weiß.
Ja, ist zumindest schon mal gedamaged, das ist gut. Hey! Sag es so. Ich besser als erwartet. Wollte gerade sagen. War ich ganz gut. Aber ich weiß, dass die nächsten Wellen schlimmer werden, weil dann die Drohnen ins Spiel kommen. Hm. Wo haben wir hier auf einmal Drohnen her? Aber okay. Weil, glaube ich, die hingeschickt. So. Für den Zeug können wir uns noch keine Kartoffel kaufen, ne? The Base. Ja, auch eine. Warten. Da ist er. Hm? Considerable Power. Power to Jones, ja. Aber, Moment, du siehst, die beiden haben keine Leute drin. Hm. Schießen sie uns trotzdem noch, ne? Weil die haben hier Drohnen angebaut, wie sonst nichts. Aber als allererste Tat wieder hier, das hier. Ja. Jo. Raketen? Keine Raketen. Logic! Deren Cloaking ist aus. Ah! Deswegen ja, warte ich bis zur ersten Barrage von den Kanonenschüssen. Wenn die denn kommt. Dauert was länger, weil sind so eigentlich gehemmt. Ah, ja, ah, ja, klar. Boarding Drone. Ah, ja. Ich bin auch blöd, ey. Hab ich nicht mehr drauf geachtet, ey. Naja, passiert. Wie viele Drohnen, die da rumfliegen, ne? So viele Drohnen, ja. Und die Drohne hat einfach endlos viel Leben, ne? Ja gut, 150, ne? Ey, sind durch die Hülle durch. Ja. Aber dafür können sie wieder nicht hacken. Das ist in Ordnung eigentlich. Alle Pfeile? Oh, gut. Ich würde eher sagen, pack den Andy da rein, den anderen Kerl zu mir zum Reparieren helfen. Der Kirby, ne? Mhm. Andy alleine kann aber das Feuer nicht löschen dabei. Ja. Gut, das kam jetzt ja gerade eben erst. Beziehungsweise wurde er vorhin nicht angezeigt. Ja, dann können wir hinterher. Wir kriegen aber auch keinen Arsch versohlt. Weiß, die zweite Phase ist brutal. Hey, schon wieder Sauerstoff leer. Aber wir haben gerade eine gute Menge Schaden hier reingedrückt. Zum das ist schon wieder. So, die beiden hier kaputt sind, ist scheißegal. So. Wirklich, finde ich. Drones. Ich hab so viel Action auf dem Bildschirm, ich sehe gar nicht, wie viele Sauerstoff wir noch haben. Ah, jetzt 66.
Geht ja noch fast. Die Folge heißt, wenn wir da hingehen, reicht es. Gut, die Drohnen sind rot. Das heißt, Kanonen. Schon kaputt. Ne, Laserkanonen meine ich, nicht Raketen. Die bricht das nächste Feld. Nein, die links, die Kanonen. Die Laserkanonen, ja. Die darf ich eigentlich. Aber die Drohne wird ja ständig repariert, das muss. Ja, wir sehen aber sofort, dass die nicht mehr rot ist. Außerdem ist die erstmal noch gestunt. Außerdem, ich hab meinen ganzen Working gerade die ganze Zeit vergessen. Ja, den ganzen ist Multitasking. Hey. Ganz viel Schlitten zugekriegt. Ja, wenigstens etwas, siehst du? Schön. Ja, Schneidbrenner. Erst durch heilen und dann reparieren. Komm mal da rein jetzt. Also so schnell werden die Drohnen nicht mehr repariert, ne? Looking good. Wir müssen uns noch irgendwie aufheilen. Ich würde vielleicht auch eher den Rahl angreifen, damit der dann auch ummantelt ist gleich. Oder fällt der ab? Weiß ich gar nicht mehr. Er fällt ab. Achso, ja gut, dann mach die Schilde. Hab ich auch gerade eben erst gesagt, dass der abfällt, aber. Der habe ich da nicht zugehört oder irgendwas falsch verstanden. Oder warte vielleicht noch ein bisschen was. Damit die Leute da drüben mal abkratzen. Werden sie nicht, ja. Du schießt eigentlich noch Drohnen, das Ding. Das Power Surge Detected, das sind die Drohnen, die kommen. Ach so. Na komm, eine Welt. Was ich sehr interessant finde, schau mal, wie krass deren Sauerstoffzufuhr ist. Es wird einfach nicht leer. Na ja, gut, die haben die wahrscheinlich ein bisschen hochgepusht. So, wo kann man jetzt auf Heilen gehen? Dreiviertel Stunde schon, wow. Naja, gut. Also nicht ganz so schorte Schwarz. Finale. Ja. Er hüpft weg. Ich hab keine Möglichkeit mehr, mich zu heilen. Da ist ja das Repair Beacon. An dem müsste ich an den hier vorbei. Du fährst einfach wieder in die rein. Der eine da unten, der Freie. Da noch was dran? Oder geht das hier in Sektor 8 nicht? Das ist nur unvisited. Siehst ja, im nächsten Sprung wird der da sein, da unten. Naja. Der ist auch hin. Ich meine, der sein kann, dass da. Na gut, dann. Ja, ist aber kein High Repair, das wäre. Weil. Okay, es sind nur drei Phasen. Wenn der tot ist, geht's. Aber der hat so ein riesiges Schild.
Boarding und ein hübscher Mint-Control. Mhm, plötzlich. Wir könnten das schaffen. Arbeiten. Jetzt ein Safe State. Raketen abzu. Hm. Ja, ist gut. Außerdem können die ja nicht boarden bei sowas. Schild ist weg von denen. Gut. Power Surge. Ach, ich hab vergessen, also der Power Surge hier war extrem Arschloch. Bedeutet was? Ach so, Schiss überall. Und nebenbei ist der hier gerade mein kontrolliert. Hm. Dann nur. Ich seh's. Was tut Markus denn nur? Ja, und da kommen die drei Raketen an. Super Support sich arbeiten. Ach, schau mal einen an, da stehen Leute unten im Vakuum. Sehe ich jetzt erst. Deswegen habe ich ja Vakuum reingepackt. Ja, nehm mal kurz Glocking an noch. Was? Komplex. Nee, alles ist alles gut. Dann möchte ich nicht erwarten, dass wir in die dritte Welle reinkommen, dann auch noch halbwegs gut durch. Wenn es. Ich kann ehrlich sein. Weit wie jetzt war ich in meinem ganzen Spielverlauf noch nie. Wow. Nebenbei. So, ey, ne? Wieso was? Ja, das war's. Schade. Ja, das mit den ganzen Power Surges. Die dritte Welle ist grausam. Wie gesagt. Naja. Aber du hast ein Soldatenschiff. Ja.